Und aus der Weltpolitikredaktion ist bei mir jetzt Marcel Leubecher. Vielen herzlichen Dank für die Zeit. Wenn wir erstmal konkret auf die Zahlen, die ich gerade genannt habe, aus Kenia schauen, dann scheint das ein bisschen der Tropfen auf dem heißen Stein zu sein, was unser Migrationsproblem angeht. Kenia zählt jetzt nicht zu den besonders bedeutenden Asylherkunftsstaaten, ist aber eben auch einer dieser ganz vielen Staaten dieser Erde, aus dem immer wieder mal Hunderte oder in manchen Jahren auch mal über 1000 Leute hierher kommen unter der Angabe, dass sie asylsuchend seien, was sich dann meistens als falsch herausstellt und die aber eben fast nie abgeschoben werden können. Also ich habe mir die Zahlen noch mal angeschaut. Nach Kenia hatten wir 2 Abschiebungen im ersten Halbjahr. Und es sind doch immerhin 380 Asylentscheidungen gab es eben zu Kenianern. Und es hatten dann, glaube ich, so ungefähr 10 hatten am Ende. Also einer hat Asyl erhalten. Das war dann jemand, der eben, wo man gesehen hat, der ist politisch verfolgt oder davon bedroht. Und der auch direkt aus Kenia ankam. Dann bekommt man noch das Asyl. Und dann bei 10 weiteren Personen wurde eben gesehen, das ist jemand, der von Verfolgung bedroht ist, aber der war vorher schon in Sicherheit. Da hat er den Genfer Konventionsflüchtlingsschutz erhalten. Also der Gap ist natürlich groß, es bekommt dort praktisch niemand Schutz. Abgeschoben wurden 2. Insofern, wenn der Bundeskanzler da ein bisschen was bewirkt, dass es ein bisschen besser wird, ist es doch eine gute Sache. Auf der anderen Seite geht es auch um Fachkräfte, die brauchen wir so dringend. Das betonen die Politiker immer wieder. Ist das etwas, was bei diesem Abkommen dann auch wirklich helfen kann, dass wir verstärkt Menschen hierher bekommen, die Jobs übernehmen, die aktuell unbesetzt sind? Bei den bisherigen Partnerschaften zeigt sich, dass diese Komponente, dass mehr Arbeitskräfte Visa erhalten, um hier zu arbeiten, dass das ganz gut läuft. Aber eben die andere Sache, die man eigentlich auch erreichen will, dass unter den vielen unerlaubt Eingereisten aus diesen Staaten mehr auch wieder abgeschoben werden können, da ist die Bilanz ziemlich mickrig. Was bedeutet das für weitere Länder, die die Bundesregierung ins Auge fassen sollte für solche Abkommen? Welche wären da besonders interessant oder auch wichtig? Wir haben jetzt am kommenden Montag wird noch eins mit Usbekistan unterzeichnet. Da haben wir auch, das ist noch marginaler als Kenia, ich glaube 60 Asylentscheidungen in diesem Jahr, das spielt da keine große Rolle. Es kommen viele Staaten in Frage. Wir haben schon eins mit Indien, wir haben mit Marokko eins unterzeichnet. Und das sind nur diese neuen Partnerschaften. Man hat Rücknahmeabkommen mit ganz vielen Staaten. Also ich glaube ungefähr 30 Staaten hat Deutschland Rücknahmeabkommen. Und auch auf europäischer Ebene gibt es, glaube ich, mindestens 18. Die haben alle nur eins gemeinsam, dieses Element, dass Leute tatsächlich dorthin abgeschoben werden können, was man erreichen will, das wird da nie erreicht. Aber natürlich die Komponente, es gibt ganz viele Gründe für diese Staaten, das eben nicht so voranzutreiben. Man macht sich unbeliebt in der eigenen Bevölkerung, wo viele Leute eben eine Perspektive drin sehen, zu sagen, man will eben auswandern nach Deutschland, nutzt das Asylsystem dazu. Und wenn man dann Leute zurückbringt, dann bringt das bei den nächsten Wahlen, wenn es eine Demokratie ist, nicht unbedingt Stimmen. Das ist auch, die Rücküberweisungen sind wichtig. Und für Deutschland ist es eben schwierig, weil oft die Dokumente fehlen, dort dann abzuschieben. Also es klingt nach einem nice to have, aber nicht nach dem Mittel, das jetzt tatsächlich die Migrationswende hier in Deutschland vorantreibt. Ganz sicher nicht, ganz sicher nicht. Also diese Migrationspartnerschaften wirken bisher kaum mehr als diese, davor hieß es immer Rücknahmeabkommen. Und jetzt verwickelt man das in so ein Gesamtprodukt, wo eben auch die Einreise per Visa leichter wird, aber das klappt nicht. Auch mit Indien zum Beispiel, das war das Paradebeispiel oder das erste dieser neuen Migrationspartnerschaften. Da hatten wir jetzt, glaube ich, 78 Abschiebungen in diesem Jahr nach Indien. Das ist auch nichts. Also wir hatten, ich glaube, 2.500 oder 3.000 Anträge. Inder werden so gut wie nie an. Ich glaube, 2 Inder haben in diesem Jahr einen Schutztitel bekommen von diesen 2.000-3.000 Leuten und abgeschoben wurden 78. Also meistens diese Steigerungen, auch mit Marokko, die da erzielt werden, ist von, sagen wir mal, ultra winzig auf super winzig. Ne? Aber gut, man versucht, was zu machen und das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Das stimmt. Danke dir für die Einschätzung.